Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Unpacking-Video von den Eulenhoniger Wunderüberraschungstüten. Ja, wie ihr vielleicht schon im ersten Video von mir gehört habt, war ich im Eulenhoniger in Wuppertal gewesen. Bochum habe ich diesmal leider nicht geschafft. Entschuldigt bitte Bochum, ihr seid ein tolles Team, trotzdem. Und ja, ich habe mir diesmal wieder zwei 15er Tüten geholt. Ich habe jetzt alles schon durch. Es gibt 20 und 25, gibt es auch noch. Und ja, ich finde einfach, die 15er sind so vom Preis, Leistung kann man das sagen, also vom Inhalt her zum Preis gesehen, sind die einfach die besten. Und deswegen habe ich mich diesmal nochmal für die 15er Tüten entschieden, zwei Stück. So, jetzt gucken wir mal, was uns in der hier erwartet. Silvio will schon wieder mit auspacken. Ui. So. Was haben wir hier? Haarfarbemittel? Nein. Ich glaube, das sind die Teile, die man immer auf einem Eisbecher bekommt, ne? So, Keksis. Sea Salt Cracker. Was? Nee, die sind nicht fürs Eis mit Seesalz. Also die sind herzhaft, so wie das da auch schon abgebildet ist. Da kann man wohl kleine Käsehäppchen oder sowas mitmachen. Das ist ja interessant. Schauen wir mal. Salzige Waffeln mit Rapsöl, Salz, Backtriebmittel, Kalium, Nitrat, Natrium. Oh, sehr gesund. Kann Spuren von Ei, Milch und Nüsse enthalten. Okay, mein Magen knurrt. Ich habe eigentlich schon ein bisschen was gefrühstückt, aber scheint nicht auszureichen. So, ich stelle es euch wieder dahin, damit ihr es noch sehen könnt in der Entfernung. Und der Senf-Albtraum geht weiter. Und zwar haben wir hier einen Garlic-Senf, also Knoblauch-Senf. Mika kratzt am Kratzbaum. Genau, Senf. Vinegar, Water, Sugar, Garlic, Spice, Salt, Natural Flavor. Ja, auch wieder ein stinknormaler Senf, nur dass er halt irgendwie so ein Knoblaucharoma hat. Ich merke schon, ich muss ganz viele Frikadellen machen in nächster Zeit. Oder es gibt Bratwurst demnächst. Mache ich einen Bratwurststand auf mit ganz viel Senf. Gesundheit. Das hatten wir schon mal in einem Auspackvideo. Und den hier hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Hatte ich den aufgegessen? Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Joghurt-Dressing. Ich glaube, den hatte ich aufgegessen. Irgendeinen hatte ich leider wegtun müssen, weil der ist mir schlecht geworden. Das war Sesam-Dressing gewesen. Aber den Joghurt habe ich, glaube ich, weiß ich schon nicht mehr. Ja, Zutaten. Pflanzenöl, Essig, Wasser, Eigelb, Zucker, Senfkörner, Gewürze, modifizierte Stärke, natürliches Aroma, Kräuter, Pfeffer, Salz, bla bla. Nach 8 Wochen verzehren. Ja, das war der ganz normale Joghurtdressing. Den habe ich, glaube ich, zu, weiß ich nicht, Feldsalat oder was gegessen. Das ging, war aber jetzt nichts Specialiges. Was habe ich hier? Smoked Paprika, Pimenton Amado. Ich schätze mal, ein kleines Gewürzdingens hier. Zutaten, geräucherte Paprika. Cool, hört sich geil an. Also, was zum Würzen oder vielleicht auch, wenn man das mit Olivenöl mischt, was zum Marinieren. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ich weiß aber noch nicht, wie man das hier oben öffnet. Also das scheint hier irgendwie die Öffnung zu sein, aber irgendwie sieht die fast aus, wie als wäre die verschweißt. Mal schauen. Was habe ich noch? Natürlich darf ein Essig nicht fehlen. Wir waren ja in Oil and Vinegar und es ist Passionsfrucht. Den habe ich schon doppelt, aber der schmeckt ganz gut. Aber trotzdem werde ich den verschenken, weil der andere ist noch bis hierhin voll. Ich habe noch nicht viel gegessen. Wozu der ganz gut ist, ich habe einen Obstsalat gemacht und da dann einfach ein bisschen was drüber und ja, schmeckt irgendwie interessant. Also, das wird verschenkt. In der vorigen Tüte, ach so, ich stelle es euch mal noch hier hin.
In der vorigen Tüte gab es Granatapfel-Essig. Eigentlich alles total gesund. Was habe ich noch? Oh, echtes Seesalz. Das kann man natürlich immer gebrauchen. Ich glaube, davon haben wir sogar noch ein bisschen was im Haus. Aber ist natürlich cool. For seasoning meat, fish and vegetables. Ja, Seesalz. Prima. Wie viel hatten wir eigentlich in der anderen Tüte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Hier sind wir schon bei 6, aber ich habe hier noch ein siebtes. Und zwar Crostini Oregano. Auch wieder so kleine Snacks, die man in irgendwas dippen kann. Italian Croutons. Ah ne, nicht dippen, sondern für Salate. Die schmeißt man in Salate. Vielleicht kann man ja sogar das hier kombinieren. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, diesmal haben wir hier 7 Produkte. Wie gesagt, ne, also ich gehe mal so ein Stück. Ich finde die 15-Euro-Tüten, die lohnen sich. Du hast da 6 bis 7 Sachen drin. Ne? Ich hatte auch, glaube ich, bei den anderen hatte ich immer so 6 Stück drin gehabt. Und ja, okay, wenn du dann die 20er-Tüte nimmst, kann das sein, dass du auch nur 6 Produkte hast, aber die sind halt dann ein bisschen hochwertiger. Dann hast du vielleicht noch ein teures Olivenöl dabei. Olivenöle kosten ja bei Euren Winiger so um die 10 Euro. Und ja. Hier haben wir nochmal so ein Salatglas, wie man das macht. Hier hinten das Rezept. Ja, wie gesagt, ich war in Eul & Winiger Wuppertal diesmal gewesen. Die sind in der City Arcade in Elberfeld und hier haben sie mir noch ein Kärtchen mitgegeben mit süße Häppchen. Davon habe ich aber, glaube ich, nichts dabei, oder doch? Manchmal muss man ja gucken, hier sind immer die Sachen, die in dem Text hier hinten dick sind. Das sind dann die Sachen, die ihr bei Eul & Winiger kaufen müsstet für das Rezept. Aber zählte mehr, ja. Mehr Salz brauche ich dafür. Das ist da mit bei. Gut, das war die zweite Tüte. Und ja, bis auf halt mit dem Essig in beiden Tüten, da bin ich ja immer nicht so ganz glücklich drüber, aber was soll's. Eignen sich wirklich immer prima als Geschenk. Ich meine, da muss sich zwar der Nächste dann, der beschenkt wird, darüber Gedanken machen, was mache ich damit, aber eine Freundin von mir hat jetzt demnächst Geburtstag, die ist am Abnehmen. Vielleicht wird sie sich über einen der Essige freuen und ansonsten, ja, habe ich reichlich Geburtstage noch im Herbst. Dann kriegen da Leute was von ab. Ja, das behalte ich, das behalte ich. Das, wie gesagt, habe ich doppelt. Das habe ich noch in der Küche. Schmeckt lecker zu Obstsalat. Das, ja, habe ich schon gegessen. Schmeckt gut. Ja, Senf. Guido wird sich freuen über diese fetten Senftüten, die ich heute mit nach Hause geschleppt habe. Und ja, das war Highlight, finde ich. Das hört sich echt interessant an. In einer anderen Tüte war dieses, was war das? Diese Marinade, diese Senfmarinade hörte sich ganz gut an. Und ja, ich bin zufrieden und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr stürmt jetzt alle los und holt euch selber so eine 15, 20 oder 25 Euro Tüte. Lasst euch überraschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!